Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Les 17 im Multiplayer-Projekt. Wieder alleine, nur mit mir. Ja, wie ihr seht, die Woche wird nur meine Wenigkeit da sein. Das kann ich euch leider jetzt versprechen. Wie ihr seht, es sind ein paar Stunden vergangen, seitdem die letzte Folge her ist. Es hat sich nämlich einiges ereignet. Ja, Maurice kam dann doch. Nach der letzten Folge war er doch da. Wir haben uns aber danach entschieden, da sich leider unser Projekt für den Abend etwas nicht stattgefunden hat, weil er keine Zeit hatte, haben wir dann erst unser Weihnachtsspecial aufgenommen, haben dann jetzt gerade Stadtland Fluss aufgenommen, jedenfalls so weit wie es ging, haben dann im Weiteren da Maurice dann kurzfristig doch noch Besuch kommt, weil unsere Mails aus unserer Klasse wohl bei denen in der Nähe sind und dann wollten die vorbeikommen und ja, ist mir auch egal. Haben wir dann erstmal so einen Aufnahmetermin-Tag erstmal ein bisschen natürlich alles gut geplant, aber die Ausführung war jetzt nicht so super, aber ist ja auch egal. Nächste Woche kommen Videos, das ist ganz normal, es kommt Stadtland Fluss, kam jetzt sogar schon. Ja, wie viele Folgen wir aufgenommen haben, kann ich euch leider auswendig leider bei dem Projekt nicht sagen, weil Maurice aufgenommen hat. Ich nehme jetzt noch die letzten beiden Folgen auf, die mir für die kommende Woche fehlen. Das heißt leider wirklich ohne Maurice die ganze Woche, jetzt auch die letzten beiden Folgen. Jetzt kann ich es ja sagen, jetzt weiß ich ja, dass er nicht kommen wird. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt noch schön machen. Wir werden jetzt erstmal weiter füttern. Wenn wir mit Füttern fertig sind, kümmern wir uns wahrscheinlich nochmal eben um die Schafe. Oder müssen wir uns auch mal um die Schafe kümmern. Da werde ich aber... Ach, ich habe den Anhänger vom Hof vergessen. Ach, nee. Ja gut, das heißt, ich muss auf jeden Fall mit einem unserer beiden Schlepper, die am Hof noch rumstehen, gleich zur Weide kommen, weil ich da ein bisschen Gras aufladen muss für unsere Schafe, weil ich ja letzte Mal da ja alles weggenommen habe. Das heißt, da dürfte rein theoretisch nichts mehr liegen. Deswegen werden wir da jetzt gleich ein bisschen noch Transportarbeit leisten müssen, damit auch unsere Schafe wieder versorgt sind. Wir werden ja auf jeden Fall jetzt nicht mehr alles schaffen mit Füttern, das schaffen wir von zeittechnisch her gar nicht. Deswegen werde ich jetzt nur noch soweit füttern wie es geht und das Rest werden wir dann wahrscheinlich offscreen ein bisschen noch erledigen. Aber wahrscheinlich auch nicht mehr heute, da ich habe relativ viel Videomaterial, was ich jetzt noch bearbeiten muss im Laufe des Abends. So, wie sieht es denn aus bei den Küchen? Müssen wir mal reingucken. Halt. Die brauchen wahrscheinlich noch Gras. Das heißt, ich brauche Gras, genau. Das heißt, ich muss jetzt nochmal einmal Gras holen. Erstmal gucken, ob ich das hier in der Kanne nicht mal wegkriege. Ja, geht nicht weg. Ja, also ohne Maurice, ja, wie ist ja auch halt, das müsste ja dran, theoretisch, das... Das ist sogar unser Samt, das heißt heute, ich habe gerade mal nachgeguckt, das ist heute Weihnachten, also das ist heute das Weihnachtsspecial. Naja, leider ohne Maurice, also das ist heute Weihnachten. Also heute ist Weihnachten, jedenfalls zur Erscheinung des Videos, es ist heute Weihnachten, oh, ist so geil. Das heißt, ich kann ja heute sagen, was kommt. Ja, wir haben gerade unseren Podcast aufgenommen, das heißt, ihr werdet im Laufe des Tages den Podcast sehen, den wir aufgenommen haben. Geht um die 50 Minuten. Gras fehlt trotzdem noch ein bisschen. Geht um die 50 Minuten. War viel Input drin in dem Video. Also gönnt euch die 50 Minuten Gequatsche einfach mal. War jetzt kein Spiel, war jetzt einfach nur Gelaber, war aber trotzdem angenehm. Es gab halt dieses Jahr einfach extrem viel, worüber wir reden mussten und das hat dann halt mal gut vier Folgen, ja gut, dreieinhalb Folgen gefüllt, aber trotzdem ist auch ein bisschen Zeit. Was leckt jetzt gerade?
was wir trotzdem investiert haben. Und ja, es kommt auf jeden Fall heute ein Podcast, der gut eine Stunde geht. Es kommt heute eine extra Mod-Vorstellung. Es kommt heute eigentlich alles standardgemäß, plus eine Mod-Vorstellung, plus ein... Gras fehlt noch ein bisschen. Plus ein extra Podcast. Also heute kommt extrem viel an Videomaterial. Also lasst euch überraschen, was heute noch kommt. Kann sein, dass ich noch ein bisschen was aufnehme. Wenn mir die Zeit danach ist, wenn ich Lust habe, vielleicht nehme ich auch so nochmal ein Video auf, was einfach kommt, so randommäßig, weil ich gerade Lust und Bock habe, weil ich der Geilste hier stellend bin. auf jeden Fall einfach, vielleicht kommt was, vielleicht kommt nichts mehr. Ich kann es euch leider aktuell nicht genau sagen. Ob ich jetzt noch irgendwie noch fertig werde, was ich fertig kriege und so weiter. Also müssen wir extrem gucken. Oder muss ich gucken, was videotechnisch heute noch so geht. Aber ja, in der Ruhe liegt die Kraft. Oh, ist voll. Gras ist full. Obwohl. Ach nee, ich weiß, wo wir stehen geblieben sind. Da sind wir stehen geblieben. Wir haben ein bisschen wenig Transportmaterial, merke ich gerade. Mir fehlt rein theoretisch aktuell ein Anhänger, um die Schafe zu versorgen. Muss mit dem Ruhig mal quatschen, ob wir uns nicht nochmal einen Anhänger zulegen, einen kleinen. Oder vielleicht werde ich den auch mitnehmen, aber ein bisschen dämlich. Obwohl, wenn ich das jetzt in eins durchziehe, fahre ich jetzt das wegbringen, fahre dann dahin, fülle ein paar Schippen Gras rein, gebe die dahin, komme hierher und dann muss ich den Deutschland wieder abtragen. Ist halt etwas dämlich, aber müsste trotzdem gehen. Es wird zwar jetzt etwas stressig jetzt mit dem Fahren, aber machbar. Wo ein Wille ist, ein Weg. Würde ich mal sagen. Ja. 8600 Zitronen. Das heißt, der Drescher ist leer. Ich werde wahrscheinlich wohl allgemein jetzt bis zur nächsten Aufnahmerunde wieder, also mit Maurice, bis Donnerstag habe ich jetzt Zeit, Donnerstag ist, ach, Maurice lockt sich in die Eingangshalle ein. Mal schauen, ob er jetzt gleich runter joint. Maurice hat den TS wieder verlassen, oder so auch nicht. Naja, mal schauen. Naja, ist mir jetzt auch egal, also auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall privat noch ein bisschen weiter spielen, vielleicht die Korntanks noch ein bisschen füllen, dass wir noch ein bisschen was da haben, jedenfalls was getreidetechnisch angeht. Ich gucke mal, was sich so machen lässt, was allgemein so passieren wird, weil ich allgemein in letzter Zeit extrem viel privat spiele, muss ich einfach so sagen. Also ich denke mal, es wird auf jeden Fall noch extrem viel passieren, vor allem offscreen extrem viel, weil da habe ich einfach Zeit. Ihr habt ja letztes Mal gesehen, dass ich ja den Zeitraffer gebastelt oder gemacht habe, weil ich einfach, komm, jetzt spielst du eine Runde, du machst ja doch etwas Wichtigeres mit dem Flügen und so weiter, war ja doch etwas wichtiger, weil ja auf einmal ist dann wieder ein Feld. Das war ja einfach etwas wichtiger und deswegen müssen wir einfach mal gucken, dass das, dass ich mal schauen, vielleicht mache ich noch einen, vielleicht quatschen wir auch einfach nur beim nächsten Mal drüber, wenn wir wieder aufnehmen, was irgendwie Geiles da war oder was ich gemacht habe, geschafft habe oder. Es ist halt aktuell einfach nur etwas langweilig für euch, weil wir jede Aufnahme-Season eigentlich theoretisch das Gleiche machen. Es ist, hier steht extrem viel rum. Weil wir einfach nicht so viel haben, was wir machen können. Wir würden ja gerne mal häckseln oder so, aber da ist aktuell einfach die Zeit nicht. Die Zeit ist zwar da, aber es ist halt einfach so, dass wir extrem einfach auch keinen Häcksler haben, um zu häckseln. Das ist ja auch so eine Sache. Wir haben ja überhaupt aktuell noch nicht so die passenden Maschinen zum Häckseln. Es wird zum Beispiel für ein Häckseln, fehlt uns aktuell ein Häcksler und theoretisch mindestens ein Kipper, also ein Anhänger gehen. Könnte man sich mieten? Ja, nein, vielleicht. Ist jetzt aber auch nicht so die optimalste Lösung, sich jetzt alles zu mieten. Es ist zwar bedeutend angenehm, sich ab und zu mal was zu mieten, aber so spontan ist es natürlich auch mit Kosten verbunden, diese Mieten oder die Sachen zu mieten. Deswegen müssen wir einfach mal gucken. Vielleicht wird es, ich hatte einen vollen Konter. Ja, ich weiß, ich habe aber aktuell keinen Anhänger frei. Weil ich jetzt wahrscheinlich erstmal ein paar Anhänger hier rein, ein paar Schippen hier reinkippen werde.
lese gerade was bei WhatsApp, was mich aufregt. Gut, aufregend ist übertrieben, aber wir haben ja gerade Stadtlandfluss aufgenommen und auf einmal kriegt Maurice eine Mail, dass die Mädels aus unserer Klasse bei ihm mal auflaufen werden. Und da ist zwar auf einmal, waren wir etwas schneller fertig, weil ja, wenn die auf einmal kommen und wir dann dabei beim Aufnehmen sitzen, ist ja auch keine optimale Lösung, würde ich mal sagen. Wie viel passt denn da rein noch? Ich denke mal, so zwei Schippen werden ja wohl erstmal reichen. Das irgendwann machen, wenn Maurice mal wieder da ist, haben wir ein bisschen mehr Zeit. Ich brauche den Anhänger theoretisch jetzt wieder. Steht auch optimal hier, ja, im Hügel. 8000 sind drin, da fahren wir jetzt mit zu den Schafen und kippen das bei den Schafen rein. Und werden dann den Drescher wieder weiter abtanken und dann mal gucken, ob ich noch ein bisschen Wasser hin und her kruse. Wahrscheinlich werde ich das gleich machen. Ja, alles aktuell ein bisschen Zeitstress hier, würde ich mal sagen. Aber kriegen wir hin. Wo ein Wille ist, ein Weg. Und deswegen fangen wir einfach an und machen es einfach. Ihr könnt mir immer noch schreiben, wenn ihr irgendwas für Silvester haben wollt. Also so, ja. Oder den Mark fahr vor dem Baumsimulator. Ja, wir haben ja gerade, kann ich ja auch mal kurz erzählen, weil die Folge ist dann schon da. Wir haben ja gerade Stadtlandfluss aufgenommen, ein oder zwei Runden nur. Und es war extrem lustig, kann ich sagen. Es, ja gut, Stadtlandfluss ist allgemein so eine Sache, die extrem lustig wird. Die extrem lustig ist, weil da einfach Sachen zusammenkommen an Wörtern. Wo du auch denkst, ja, gibt's die, könnt's die geben. Und wir hatten dann auch YouTuber dabei, also nennen YouTuber oder so. Und ich die ganze Zeit einfach so Namen, so wild Namen immer da reingeschrieben. Und ich hatte immer gesaumäßig Glück. Die hatten immer so 40.000 bis 40.000 bis 200.000 Abonnenten, die ich so immer hatte. Das war eigentlich immer extrem lustig. Ja, hier liegt dann noch Gras. Das war eigentlich immer, das war eigentlich gerade extrem scheiße. Das passt nicht. Das war eigentlich gerade extrem lustig, weil ich immer saumäßig Glück hatte. Maurice fielen keine YouTuber ein und ich habe einfach immer nur wahllos Namen da reingeschrieben, einfach dann nach beim Gucken einfach mal nachher bei YouTube eingegeben, ob es die wirklich gibt. Und ich hatte immer saumäßig Glück, dass es die wirklich gab. Also, ich hatte damit gerade einfach mega Glück, fanden wir alle beide extrem lustig. Deswegen, also, es ist halt, ja, Stadtlandfluss, ich biete es an, Maurice, wir bieten es an. Wenn ihr Lust habt, mit uns auch mal ein, zwei Runden Stadtlandfluss zu zocken, dann sagt uns Bescheid, meldet uns mal, kommt auf den Test, ja hier, wie wir jetzt mal so Stadtlandfluss ein Ründchen, hättest du Lust, hättest du Zeit, ja, also ich denke mal schon, wenn wir auf dem Test mal so eine Runde Stadtlandfluss auch mal abends oder so, denke ich mal, ist drin, müsst ihr uns halt nur dann mal anschreiben, wenn ihr wirklich Lust habt, komm, Stadtlandrunde, mit Stadtlandfluss, ja, die schlagen wir doch, das schaffe ich doch, oder vielleicht sind es auch mehrere, kannst ja mit mehreren Leuten, kannst ja spielen. Also wenn ihr da mal Lust habt, kommt gerne vorbei, ein Ründchen statt am Fluss. Wird garantiert lustig. Und ich denke mal, Maurice macht da auch mit, wenn er mal gerade da ist. Und ich, ja, ich weiß, ich stehe wieder im Korn, das ist die optimalste Idee, die es auf dieser, die es gibt, aber ich kann es gerade echt nicht ändern. Wie viel Weizen haben wir denn eigentlich schon? Müsste ja auch schon ein bisschen was Erbs, meine ich. 37.000. Nur auf jeden Fall ein voller Anhänger, das steht fest. 6 gehen jetzt wieder drauf. Ja. Ach, den wollte ich doch. Genau.
So, aber ich sehe schon, die Folge ist hier vorbei. Ja, hier geht ja halt schnell. Deswegen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Das heißt, bedanke mich und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.